Hallo meine Lieben, ich habe heute wieder mal einen aufgebrauchten Leer gemacht für euch und zwar ist wieder einiges zusammengekommen. Und zwar gab es wieder für die Kinder so Chips zum Essen, zum Filme gucken abends, jetzt wo es ja wieder kälter wird. Dann machen wir wieder viel Filmeabend und dann ist auch wieder ein Kaffee alle gegangen. Dieses hier ist vom Aldi. Ja, Aldi. Und wir haben ja nochmal jetzt so einen roten und genau, jetzt benutzen wir die halt immer zum Aufbewahren. Dann haben wir halt unterschiedliche Farben und Marken und da tun wir dann immer die Senseo-Pads von, ja, die Classics rein oder die milden von der Eigenmarke Senseo. Und da wir eine Senseo Maschine haben, kann man da aber auch ganz normal diese, sage ich jetzt mal, No-Name-Produkte benutzen. Machen wir auch ab und an. Und ja, je nachdem, was gerade im Angebot ist, dann habe ich aus dem Asialaden auch wieder so ein leckeres Küchlein mir gegönnt. Ja, musste auch mal wieder sein. Und ja, dann auf Arbeit hatte ich auch noch mal diese Mars-Cookies mit dabei gehabt. Ja. So, wenn es ein bisschen stressig ist, braucht man Schokolade auf jeden Fall. Und ja, es gab auch wieder die Coco Jazz Rolls mit Coconut Milk Flavor, mit Thai Jasmin Reis. Ich liebe diese Rolls. Ich habe jetzt auch noch die anderen da. Da freue ich mich auch schon, dass ich die dann demnächst jetzt essen kann. Jetzt muss ich hier gerade nur. Genau, hier. Und dann habe ich mir auch mal wieder so hier diese Happy Hippos gegönnt. Genau, da war einmal mit so, keine Ahnung, Super Hippo, also so ein Superman. Und dann hatten wir hier den Scott Skater, den Skater Hippo. Genau, da waren dann so verschiedene Figürchen drin. Und Kinder Bueno musste auch mal wieder sein. Genau. Muss nur gerade wieder die ganzen Krümel, die rausgefallen sind, gleich wieder reinmachen. Und eine Packung Senseo Milka habe ich, ja, als dies im Angebot gab im Penny, habe ich gleich, ich glaube, 4 oder 5 solche Packungen mitgenommen. Die letzten, die halt da waren. Genau. Habe ich gleich alle aufgekauft, die es noch gab. Und dann hatte ich auch mal noch sowas. Genau. Hatte eigentlich Appetit auf. Und jetzt fällt alles raus. Ich hatte Appetit auf diese Rochers, weil ich die übelst gerne mag. Und ja, und es gab gerade nur diese Packung. Da habe ich dann wohl oder übel, obwohl Küsschen finde ich jetzt auch nicht verkehrt. Aber ja, habe ich halt dann auch die anderen gehabt zum Essen. Dann gab es auch mal wieder Algen und von der Eigenmarke von Müllermarkt hatte ich auch mal wieder so ein Riegel mit auf Arbeit. Hier ist noch ein Riegel. Also ich hatte auch mal wieder ein paar Riegel mit auf Arbeit. Einmal auch diesen von Alnatura, den ich noch hatte, Kakao. Ich glaube, 3 habe ich jetzt noch. Und diesen hier hatte ich auch mal mit auf Aber den Schokonuss. Hier habe ich gerade noch gesehen, hier ist noch so ein Hippo. Vicky Volley, also Volleyball-Hippo. War auch mit dabei. Genau, und dann, hier sehe ich gerade noch, ist noch ein Riegel. Dieser Nuss-Meersalz-Riegel. Genau, hatte ich auch mit. Und genau, das lieben gerade die Kinder, die gibt es im Asiamarkt. Und zwar sind das Mangofrüchte, getrocknete. Und halt so zum Essen mega lecker. Ja. Und Pineapple haben wir auch noch, also Ananas, aber ja, die sind gerade dabei, gegessen zu werden. Und ja. Ich bin gerade wieder dabei, Reis mit Algen zu essen, deswegen gab es auch wieder die. Aber ich muss sagen, die sind extrem im Preis gestiegen, deswegen, man muss bedenken, hier sind gerade mal 65 Gramm drin und diese Tüte kostet 4 Euro fast. Also fast 4 Euro. 3,80 Euro oder so, 3,90 Euro. Und das ist schon ziemlich happig, finde ich.
Ja. Deswegen bin ich da jetzt ein bisschen sparsamer damit, als es noch günstiger war. Da habe ich mir gedacht, ja, okay, komm. Aber jetzt, ja. Dann habe ich noch wieder Gummibärchen aufgefüllt. Diesmal wieder die Picoballas. Genau. Und genau, ich war ja in Frankfurt auf der KCON und da waren wir in einem so einem Laden und da gab es natürlich diese Dinger. Und da habe ich mir natürlich richtig viele gegönnt. Das ist jetzt American Black Ice Coffee und hier ist der mit American Sweet. Also hier ist Zucker drin, hier nicht. Und hier sind, wie viel Gramm? 190 Milliliter drin. Also nicht gerade viel. Und man macht halt noch einen kleinen Schuss Milch dazu. Und man trinkt das natürlich so, wie es drauf ist, mit ganz viel Eiswürfeln. Und so kommt dann am besten der Geschmack raus. Genau. Ach ja, dann im Adria-Laden gab es auch mal wieder mein Getränk. Dieses hier extrem selten geworden, finde es jetzt kaum mehr. Das Pfirsichwasser. Und ja. Aber dieses hier ist auch extrem im Preis gestiegen, muss man sagen. Also dieses kleine Fläschchen. Wie viel ist drin? Ich würde sagen 200 Milliliter. Und ja, auch fast 3, 4 € so in dem Dreh. Ich glaube 2,99 € oder so. Also 3 € und oder inzwischen über 3 €. Also es ist schon extrem teuer geworden, wenn man überlegt, vorher waren die Getränke ja schon nicht günstig. Aber ich sage jetzt mal für 1,50 €, ja, ist es okay, aber jetzt ist es schon langsam unverschämt teuer. Ah, ich sehe gerade noch, ich habe jetzt noch zwei solche Happy Hippos gefunden. Und zwar war da noch einmal die Sandy Selfie drinne. Und einmal den Daniel DJ. Genau. Da sind ja immer verschiedene Motive drauf. Genau. Und dann war ich auch mal wieder baden. Einmal Wunscherfüller von Titisept. Granat, Apfel, Kakaobutter. Mega lecker und entspannend. Dann noch Herzenswünsche auch von Titisept. Pfingstrosen, Erdbeer. Das riecht richtig so mehr nach Frühling. Das geht schon so in die Herbstrichtung, dieses Lila, ne? Und dann von Isana gab es eine Limit Edition. Da fand ich auch die Verpackung wieder mega süß. Mit dir ist das Leben schön, hieß diese Edition. Und das war ja wieder so blumig. Hier sind Blütenwiese, soll es riechen und nach Meer. Genau. Und hier sind halt so Pfingstrosen mit dabei und ein paar Früchte. Ja, also das riecht auch definitiv eher so in die Frühlingsrichtung. Und dann, oh, haben wir schon fast. Ja, dann gab es auch mal wieder diese leichten Crossbrote. Knusperbrot Roggen hatten wir mal zum Probieren da gehabt. Und ja. Für die Festivalbox zum Knabbern, wenn man kurze Tage hat, geht es. Genau, dann waren auch mal wieder welche krank, Kinder zum Beispiel. Und da gab es dann so Salbei-Tee mit Honig. Und da hatten wir einmal den von Westcliff und einmal den von Messner. Und ja, die schmecken beide exakt gleich. Und dann gab es auch mal wieder einen Yongi-Tee Frauen, Woman's Energy. Genau, ist am besten geeignet, wenn man. Wenn Frau bestimmte Tage hat. Genau. Da ist der auf jeden Fall richtig gut geeignet, weil hier auch ein bisschen Ingwer mit drin ist. Und genau, der macht die Sachen ein bisschen erträglicher, weniger schmerzhafter. Genau. Deswegen. Also ich mag auf jeden Fall diesen Tee. Ja, mag ich sehr. Hilft auf jeden Fall. Genau. Okay, meine Lieben, ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.